Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Herrschaft des Feuers. So, The Ranger ist hier noch am Meditieren, nachdem er ja sich eine kleine Auszeit gegönnt hat und die Golfplätze der Welt besucht hat und ein paar Bälle geschlagen hat. Aber nun wird es wieder Zeit für uns, Recht und Ordnung herzustellen in Washington und den bösen Buben auf die Füße zu treten. Yep. So. Einen haben wir ja schon erwischt. Chunks ist eliminiert und aus dem Spiel genommen. Als nächstes, denke ich, werden wir uns um Lieutenant Bantam kümmern müssen. Und da müssen wir nach Foggy Bottom 3 Kontrollpunkte einnehmen, einen Kopfgeldeinsatz, einen Rettungseinsatz und die Territoriumskontrolle abschließen. Also, dann lasst uns mal nach Foggy Bottom gehen. Boop. Dann schauen wir mal. Und dann sehen wir weiter. Hier gibt es eine öffentliche Hinrichtung. Kontrollpunkt. So, und diesmal gucken wir wieder. Kontrollpunkt. Herausfordernd. 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 Sehr schön. Ich denke, wir fangen mal mit der öffentlichen Hinrichtung an. Und da werden wir einfach mal eine Schnellreise hier hin machen. Und los geht's. Ja, an der Stelle darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch allen bedanken für die Kommentare und euer Feedback und natürlich auch die neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal recht herzlich willkommen heißen. Freut mich sehr, dass ihr zukünftig hier auch mit dabei sein werdet, wenn wir hier The Division zocken, wenn wir ein bisschen Landwirtschaftssimulator zocken und ganz neu eben jetzt auf meinem Kanal EA Sports PGA Tour. Und das kommt ja sehr, sehr gut an bei euch. Dafür meinen besten Dank. So. Wo müssen wir jetzt genau hin? Jupp. Also in diese Richtung. So, die Waffen durchgeladen und auf geht's. So, da werden wir ein bisschen zickzack laufen müssen. Was haben wir hier? Okay. So, jetzt nochmal schauen. Das Ganze muss ich da hinten irgendwo abspielen. Hunter in Constitution Hall. Sie sollten vielleicht die Gegend nach Informationen absuchen und herausfinden, was Sie wollen. Ja, müssen wir uns erstmal ein bisschen anschauen, was da uns eigentlich erwartet. Nein. Da stehen welche. Okay. Töte mich nicht. Ja. Und da steht einer. Gut. So, wo bringen wir unser Geschütz in Stellung? Drüben könnten wir unsere Flanke etwas schützen, aber... Gut, das tut's dann auch. So. Die eine Geißel geht nach rechts. Oh, 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 was ist denn hier los? Da hat einer ja die große Wumme dabei. So, ist ein bisschen unten. Nee, stopp, das ist die Geisel. Die wollen wir natürlich nicht. So, malträtieren. Da hinten haben wir was. Den haben wir schon aus dem Weg gebracht. So. Dann da. Okay. So, jetzt sind nur noch welche vor uns. Oh, 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 jetzt ist einer hinter uns. Ja, ich merk's. Danke für den Hinweis. Oh oh. Oh oh. So, wo sind die bösen Buben? Wo sind sie? Wo sind sie?
Oh ja, da kommt was. Ja, kümmere dich mal. Oh, oh, oh. Falsche Richtung. So. Bisschen Übersicht behalten hier. Da ist ein bisschen alles unübersichtlich. Unser Geschütz werden wir jetzt auch erstmal wieder einladen. Einsammeln. So. Oh, da ist schon wieder irgendjemand rechts von mir. Da hinten. So, da ist eine Geisel. Ich hab ihn. Da ist die andere Geisel. Oh ja. Der hat mir ein bisschen in die Flanke. Jetzt werden wir die Sache mal hier ein bisschen aufräumen. Da ist noch einer unterwegs. Und der hat böse Munition. So, ein bisschen Deckungsfeuer. Scheiße. Drohne raus. Und Deckung. Er hier macht mir ein bisschen Sorgen. Immer schön auf den Rucksack. Der ist weg. Jo, Freunde, das war's. So ein bisschen einsammeln. Was haben wir hier Feines? Basics, Munition. Da gibt's ein bisschen was für meinen Raketenwerfer. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt zur Geisel. Hier ein bisschen aufräumen. So, die werden mir bestimmt wieder irgendeinen Kopfgeldeinsatz anbieten, aber den wollen wir nicht. Ich weiß, dass jemand im Koma liegt. Aber Sie wissen nicht, ob es Schäfer ist? Das ist leider korrekt. Quelle? Wir haben einen der Köche geschnappt. Und was hat das mit dem Koma-Patienten zu tun? Sie sollten Nahrung für Magensonden zubereiten und penibel genau auf die Hygiene achten. Aber Sie haben die Sonde nicht gelegt und den Patienten nicht gesehen? Nein. Er hat gesagt, dass der Zugang zu dem Raum beschränkt ist. Wer darf rein? Manny, Kelso, Dr. Summers und unser alter Freund Captain Lewis. Tja, er hat sich also schnell beliebt gemacht. Haben wir da eine Chance? Vielleicht. Männer wie er sind nicht loyal. Und er hat schon einige Male die Seiten gewechselt. Hm. Das sind mir die liebsten Freunde. Die immer die Seiten wechseln. So, dann schauen wir mal hier oben den Kontrollpunkt. Herausfordernd. Vorräte verfügbar. Dann schnappen wir uns den mal. Bin gerade so schön in Kontrollpunktlaune. So, klettern wir hier mal rüber und zeigen mal, dass wir hier richtig gut fit sind. Durchtrainiert, sportlich, agil, motiviert. Yep. Oh, es ist alles so einfach, wenn man zu Hause im Sofa sitzen kann. Okay, let's go. Hinter uns tut sich was, aber das soll uns nicht interessieren. Wir konzentrieren uns auf die Fahndung. So, warum ist es jetzt weiterhin da hinten rot? Dass uns da einer in den Rücken fällt. Man könnte fast sagen, die Straßen Washingtons sind wie ausgestorben. Ups. Ist für dich. Ah, da müssen wir wohl durch.
So, aber erstmal wieder mal das Geschütz. Du bist fällig. Bitte nicht! Tut mir nicht! Oh, das war die falsche, aber er läuft ins Feuer. So, oh, hier machen wir gleich platt mal. Ach, können wir nicht aus dem Spiel nehmen? Noch nicht. Ach, Teufel, Teufel. Genau, wo kommen die her? Ah, von da oben. Ja, der Kollege hier gefällt mir gar nicht. Okay. Sehr gut, jetzt den hier. Oh yes, one man down. Und noch einer. So, da drüben rennt einer. Den soll sich unsere Drohne schnappen. Gut. Ja, mit der Geisel reden, wie immer. Wir hielten uns für ein leichtes Ziel. Zivilisten in Not. So. Ja, man sollte nie jemanden unterschätzen, den man unterschätzt. Oder so ähnlich. So. Mal wieder hier einsammeln. Was haben wir hier? Holzer des Stürmers, mittlere... Naja. So, wir steigen mal wieder ein bisschen auf. In der Gummipunktliga. Aber ich will ja eigentlich hier zum Kontrollpunkt. Ah, das ist... Okay. Ja, genau, da hat es nämlich... Ja. Ja, da ist ein bisschen Action angesagt. So. Wir holen die Jungs zur Verstärkung. Und dann wollen wir Spaß. So, was ist los? Kommen Sie nicht? Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. So, da oben springt, da kommt was. Das ist alles ein bisschen weit weg. So, da kümmert sich unsere Drohne um den Kollegen. Das gefällt mir, das gefällt mir. Wo sind unsere Kollegen? Die sind da drüben, 145 Meter. Die haben noch ein bisschen Weg. Ja, wir werden dafür sorgen, dass hier jeder was zu schießen hat. Oh, Scharfschütze. So, da oben ist auch einer. Ah, der ist war noch da. Okay. So, da versucht mich einer zu umgehen. Und unsere Verstärkungstruppen sind da. Ja, es hilft nichts. Wir müssen wohl jetzt langsam in den Nahkampf.
Schubidubidu. Aber da drüben gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, auch wieder eine erhöhte Position einnehmen zu können. Mhm. So, wo sind die unterwegs? Wo knallt's hier? Okay. Okay. Die hat mich schneller gesehen. Okay, jetzt ist hier ein bisschen Action. Irgendwo kommt jemand raus. Irgendwo treiben sie sich rum. Ah ja. Gehört der dazu? Oder ist das eine eigene Baustelle? Ich schicke jetzt eine Drohne los. Das sind die Kollegen. Mit denen muss ich mich rumärgern. Das gefällt mir nicht. Da fällt mir schnell einer in den Rücken. Da wusste ich es doch. So, hier ist, glaube ich, besser. Da haben wir die bessere Übersicht. Naja, Friendly Fire, würde ich sagen. Ah ja. Da kommt der Kollege mit der großen Bumme raus. Ah, den können wir gar nicht killen im Moment. Dann kümmern wir uns halt um ihn hier. Okay, immer noch nicht. Oh ja, da kommen noch mehr. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, das ist mir klar. Von der Seite. Dann erzähl mir mal was, was ich noch nicht weiß. Okay, da sind sie anscheinend. Da ist einer, das ist immer noch, glaube ich, der. So. Mal, ob wir den hier jetzt mal aus dem Spiel nehmen können. Sehr schön. So, jetzt wird es wieder dunkel. Seniorita. Nein, das heißt eher, es wird Nacht, oder? Es wird Nacht, Seniorita. So, da ist einer, der unsere Aufmerksamkeit benötigt. Oh ja, die Munition geht zur Neige. Für mein G36. Wir gehen mal kurz zur Seite. Und belegen den Kollegen mit Dauerfeuer. Ah, hinter uns treibt sich auch schon wieder was rum. Okay. Yep, wir gehen mal runter und sammeln ein bisschen Moon ein. Boah, boah. Die Kniegelenke, die Kniegelenke. So. Keine Munition. Lade nach. Keine Sorge. Okay. Pass auf. Wo du herkommst. Man weiß es als nicht. Gehören die jetzt hier dazu oder nicht? Oder sind wir hier in ein anderes Scharmützel reingeraten? Ja, wer hätte es gedacht? So. Dann gehen wir mal wieder in die obere Position. In die überlegene. Und da, von dort kommt er anscheinend. Und dann werden wir
hier mal unser Geschütz unterbringen. So, wo ist er denn? Mal wieder einer mit dieser großen Wumme. Mit der Gatling. Ah je. So. Da treibt sich irgendwo noch einer rum. So. Dann hätten wir also die Geisterbahn eingenommen. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Sehr schön. Wir sammeln wieder unsere kleinen Helferlein ein. Sie haben uns wirklich gerettet. Jawohl. Ja, das war ja auch meine Absicht. Danke. Ich weiß nicht, ob wir das ohne sie geschafft hätten. Ja, natürlich nicht. Die Frage kann ich dir beantworten. So, wir geben dir ein bisschen Material. Wir brauchen wirklich ihre Hilfe. So, das heißt, wir gucken mal kurz rein in die Fahndung. Wir haben für den guten Lieutenant... bin ich da jetzt gerade irgendwie falsch? Stimmt da irgendwas nicht? Kopfgeldeinsatz, Rettungseinsatz, Territorium, Kontrollpunkt? Habe ich irgendwas verpennt? Fragen über Fragen, aber diese werden wir heute nicht mehr lösen. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen. Ich werde mir das Ganze hier nochmal anschauen und durchchecken, wo hier wohl das Problem liegt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier in The Division 2. Rain of Fire, bis die Tage. Ich wünsche euch alles Gute und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.